Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction. Im letzten Part haben wir den Planeten Fastoon betreten, oder sind besser gesagt hier gelandet, auf dem Heimatplaneten der Lombax. Und ja, ich habe jetzt mal eine kurze Pause gehabt mit diesem Spiel, einfach weil ich leider nicht dazugekommen bin. Deswegen müssen wir hier den Anfang nochmal ganz kurz machen, aber das ist ja kein Problem, das machen wir. Und ich möchte das aber mit dem Brenner machen, da ich mir gedacht habe, der Brenner ist ziemlich cool und, Alter, das ist voll geil, wenn da am Boden dann sowas rumflackt von dem Brenner. Es ist übelst geil, dieser Brenner, der geht im Spiel einfach nur noch ab. Schaut es euch an, wie der Brenner abgeht. Also ich bin immer noch der Meinung, dass der Brenner eine der besten Waffen im ganzen Spiel ist. Und das, obwohl wir vielleicht noch nicht mal alle Waffen haben. Ich weiß ja nicht, wie lang dieses Spiel ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das einzig andere Ratchet & Clank, das ich jemals gespielt habe, nämlich Quest for Booty, nicht gerade das längste Spiel war. Ei, ich bin halb tot. Das gefällt mir gar nicht. Muss ich mal sagen. Nicht gut. Ich habe keine Schmelzgranaten. Oh mein Gott. Das könnte ekelhaft werden. Igelbombe! Igelbombe! Haha! Igelbombe! Haha! Die Igelbomben sind gut. Die sind besser als ich dachte. Wo ist meine Peitsche? Peitsche! Halt's Maul! Kann ich euch peitschen? Jetzt wird gepeitscht. Oh yeah. Domina Ratchet ist wieder da. Hab doch keine Chance. Ich bin Domina Ratchet. So, wunderbar. Das Teil wäre down. Ich könnte ein bisschen Feuerschussgedöns-Muni brauchen. Weil ich habe nichts mehr. Rum. Ich gebe da ja nochmal so ein Teil. Du sollst weggehen, du. So. Okay. Geh weg. Endlich. Okay. Gut, jetzt haben wir uns um die schon mal alle gekümmert. Dann sieht das doch jetzt hier schon um einiges besser aus. Kann ich dich kaputt machen? Ja. So, ist hier hinten was? Von da komme ich, oder? Ich weiß nicht. Komme ich von da? Nee. Nee, von hier komme ich nicht. Ich habe halt kaum noch Muni irgendwie für irgendwas. Was ist denn los? So. Gleich nochmal. So, jetzt geht down. Das Teil muss jetzt einfach ganz schnell down gehen. Okay. Sehr schön. Lasst mich doch mal alle in Ruhe. Was habe ich in euch getan? Rams, Rams, Rams. Jetzt wird gepeitscht. Ich frage mich gerade, warum die Peitsche nicht irgendwie aufgelevelt werden will. Spinne ich jetzt? Ich greife doch die ganze Zeit an. Warum erreicht die kein neues Level? Oder braucht das einfach nur noch ein bisschen? Kann ja auch sein. Das war, dass ich springe. Ja. Das war natürlich extrem wichtig, dass ich jetzt hier rüber bin. Und sonst gibt's hier nichts. Nee, muss ich hier weiter. Was ist denn das? Ich
Du hast ein Teil für das Lombox-Raumschiff eingesammelt. Ah, okay. Goodie. Brennerschuss, hey! Na, was sagt man denn dazu? Das freut mich. Das freut mich sogar sehr. Nochmal Brennerschuss. Ja, richtig geil. Man kann nicht genug Brennerschuss haben. Kann ich dich kaputt machen? Nö. Jetzt gehen wir mal da hoch. Glückwunsch, du hast eine interstellare Holo-Nachricht von... Ich hab ne was? Stefan Markenopolis. Wer ist das? Hä? Was wollt ihr von mir? Ich hab ne Nachricht von dem Stefan. Hä? Apparate vielleicht. Was ist das? Nein. Geräte. Grubiton? Nein, nö. Inventar. Ist da irgendwas dabei, wo ich irgendwie... Nee. Was habe ich ihm... Hä? Ja, aber was habe ich ihm bekommen? Hä? Ich dachte, ich habe eine Nachricht bekommen. Vielleicht vom Raumschiff aus. Nein. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Schmelzgranate ist immer gut. So. Okay, wie sieht's denn? Ja, 45 Schuss, das ist schön. Und Schmelzgranaten habe ich auch 2. Das ist gut. Noch nicht viel, aber es ist gut. So, machen wir das mal alles kaputt. Ja, nochmal Schmelzgranaten, ja. Da sage ich natürlich nicht nein. Kann ich dich? Ja, kann ich. Okay. Da ist schon wieder ein Teil. Schön. Noch ein Teil. Yay, bam, Mann. Ah. Geht doch. Peitsche hat Level 2 erreicht. Wunderbar. Ja, ich nenne das Teil nur Peitsche. Es ist eine Peitsche. Oh, ich muss da rüber. Ich muss dringend da hoch. Wie komme ich da hoch? So, okay. Ich sehe schon. So. Und ich brauche dafür den Brenner. Denn ich habe gesehen, dass da oben... ja, genau, da, Kristalle. Und ich bekomme durch den Brenner mehr Kristalle. Zack! Sehr schön. Was ist das? Ach, das war dieses Fragezeichen. Genau, dass man jetzt mehr Balls bekommt und so ein Scheiß. So, rüber da. Oi, 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 oi. Hui. Das nehme ich gerne alles mit. Einfach mal auf die schnelle Art, indem man einfach ein bisschen Schaden nimmt, ist ja okay. Okay, ich habe anscheinend jetzt hier alles. Ratchet, was ist das? Der Eingang zur Raritanium-Mine ist zu eng für uns beide. Vielleicht übernehme ich das besser. Okay. Kann ich jetzt Clank steuern oder was? Hab keine Angst. Wir helfen dir, es zu zerstören. Was zerstören? Wir werden dir alles zeigen. What's it, geil? Oh, ich habe nur 5. Ich habe nur 5 KP. Okay. Okay. Da kann ich boxen. Was zum? Hä? Was war das? Ich mach das mit Dreieck. Mit Dreieck, sag ich schon. Mit R1. Sony! Was? 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 Geh weg! Geh weg! Hä? Hä? Könnt ihr da stehen bleiben? So. Mit Nein? Nein.
Kann ich so? Aha. Ach, das ist Zeitlupe. Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar, Herr. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar, Herr. Mach dir die Zeit zu eigen. Aha. Ich kann die Zeit verlangsamen. Raritanium-Mine. Ich will Raritanium unbedingt. So, das machen wir alles kaputt. Danke. Dieser Kram ist nur ein kleines Hindernis. Ruf uns einfach, dann tragen wir dich hinüber. Ja. Raritanium. Gib mir Raritanium. Was zum... Da, schweben. Was? Hä? Hä? So? Okay. So? So. Okay. Dann nehme ich aber hier das Raritanium gerne mit. Denn das Teil ist gut, damit kann ich meine Waffen verbessern. So. Clank, du brauchst dringend so einen Brennerschuss, dann bekommst du mehr Raritanium. Okay. Ja, ja, Zeit verlangsamen ist schon okay. Nur halt vielleicht zum richtigen Zeitpunkt verlangsamen. Eieieiei. Gegner! Ach so. Danke. Die machen das kaputt. Die machen das schon. Liegen hier Items? Nein. So, durch da. Guti. Ich kann anscheinend unendlich lange die Zeit verlangsamen. Wenn ich Lust habe, dann verlangsame ich die Zeit. Okay. Und das kann ich, wie gesagt, unendlich lange. Hm. Naja. Wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ah, halt, ich kann doch schweben. Aha! Ich glaube, das war scheiße. Oh, wieder von hier! Hä? Wie aktiviere ich euch? Ah, okay. Verstehe. So, und durch da. Mach auf. Zeitlupe. Ist irgendwie cool, dass Ratchet, sag ich schon, dass Clank in Zeitlupe laufen kann. Es ist schon irgendwie cool. Ich weiß ja nicht, der kann das unendlich lange. Hm. Da weiß ich noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Dadurch verliert es irgendwie wieder an Reiz, finde ich. Dadurch, dass man unendlich lange die Zeit anhalten kann. Also ich finde, dass das dadurch extrem an Zeit verliert. An Zeit vor allem. Mhm. An Reiz verliert. Heuheu, wie habe ich das überlebt? So. Okay. Okay. Jetzt darüber. Das machen wir einmal so mit... Ja, warum bist du jetzt nicht? Warum schwebst du nicht, wenn ich es dir sag? Was bist denn du für ein Arschloch? Ach, ich muss euch wieder aktivieren. Sony. Ah, das ist doch scheiße. Alter, wie viele Balls habe ich jetzt bekommen? 58.000. Wie denn das? Meine Herren. Ach, ich sollte vielleicht aktivieren. Sag mal, kann es sein, dass das da vorne gar kein Abgrund ist? Oh. Das ist gar kein Abgrund. Das ist einfach nur ein schwarzes Stück Erde.
So, aktivieren. Okay, aktivieren. Und dich auch noch aktivieren. Ja, guti. Naja. Das war blöd gemacht. Jetzt ist es besser. Oh, ich bin im Springen schneller, habe ich das Gefühl. Okay, das ist vielleicht interessant zu wissen. Macht sie mal alle kaputt. Ich glaube echt, dass ich im Springen schneller bin. So. Aktivieren und rüber da. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Sony! Hä, was soll denn das? Sag mal, bist du irgendwie leicht behindert gerade, Spiele, oder was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Bist du jetzt auf einmal im Bundestag drin, oder warum bist du auf einmal so behindert? Was ist das für ein Scheiß hier? So, aktivieren. 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 Durch da. So. Jetzt macht's die Teile da mal kaputt, bitte. Danke. Kurz warten, okay. So. Ganz nah an Rand. Und rüber da. Hey, das ist aber ganz knapp bemessen. Ey. Wow, das ist aber echt ganz knapp bemessen. Ist das behindert? Naja. Mach's dir mal kaputt, bitte. Danke. Ja, ihr sollt die kaputt machen, bitte. Was ist los mit euch? Macht ihr endlich mal... Hallo, jetzt macht die mal kaputt. Was ist los mit euch? Meine Güte, nur weil ihr auf einmal im Bundestag drin seid, heißt es noch lange nicht, dass ihr scheit... Doch, seid ihr, aber... Hm. So. Und rüber da. Okay. Wir können diesem Gebilde Leben einhauen. Manipulieren. Reparieren. Ich dachte manipulieren, nicht reparieren. Manipulieren ist was anderes als reparieren. Egal. So, sehr gut. Und jetzt, ein Aufzug, okay. Könnt ihr die mal bitte kaputt machen? Die dürfen jetzt mal in Ruhe mit den Kämpfen. Und ich hole mir währenddessen das Raritanium. Kümmert euch mal in Ruhe um die. So. Eieiei. Sony. Also, ich habe auf einmal voll viele von den Teilen. So. Voll geil, ich habe voll viele von denen. Gefällt mir. Jetzt ist es cool, ich habe jetzt voll viele von denen. Jetzt kann ich battlen. Was ist eigentlich diese Anzeige links oben? Wir können dieser Struktur Leben entziehen. Okay, das ist wieder nur... ja, manipulieren, macht mal. Sehr gut. Das nehme ich mal alles mit. So, und jetzt einfach in Zeitlupe drüber laufen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Irgendwie ist es kacke, dass man unendlich lange Zeit anhalten kann. Das Zeitanhalten ist schon irgendwie... Ja, es hat schon irgendwie was, aber... Wow. Ja. Das Zeitanhalten hat schon irgendwie was. So ist es ja nicht. Aber... Unendlich lange ist dann doch irgendwie... Kacke. Ist der hinten eigentlich lang? Nö.
Was sind das eigentlich für Stacheln? Töten die mich? Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Das ist das Problem dabei. Ja, sie töten mich. Mach's dir mal kaputt. Den da hinten auch. Macht sie mal alle kaputt. Ihr dürft kämpfen. So, kaputt machen. Macht sie mal alle kaputt. Okay. Ah, da lebt ja noch einer. Hallo. Gut, danke. So, schnappen wir uns hier mal das Raritanium. Könnte nett werden, wenn ich hier wieder draußen bin. Dann müsste ich ein bisschen Raritanium haben. What the fuck? Was hat das jetzt? Ach so. Deswegen. Du hast jetzt hier so ein Feld freigelegt. Ah, ich verstehe. Und jetzt hier drüben noch. Wunderbar. Ui, hier gibt's viel Raritanium. Schmeißt mich jetzt nicht aus der Mine raus. Danke. Ich hab gemeint, die schmeißen mich jetzt aus der Mine raus. Schmeißt mich jetzt aus der Mine raus. Dabei gibt es hier so 10.000 viele, voll viele Raritanium. Und übrigens, was kehrt zurück? Es heißt jetzt, sie kehren zurück. Was kehrt zurück? Kehrt etwa die Oma im alten, vertrockneten Schlüpper zurück? Das wäre nicht so toll. Wenn eine Oma im vertrockneten Schlüpper zurückkehrt. Bitte nicht. Ich wäre davon nicht begeistert. 1320 Raritanium, das ist so toll. So, auch wenn der Part vorbei ist, ich will jetzt noch aus dieser Mine raus eigentlich. Weil ich dann mit Ratchet ein paar Sachen modifizieren will. Gut. Wo war hier ein... war hier überhaupt irgendwo einer, wo ich mich aufboosten kann? Ich glaube... Hier ist doch der Start, oder? Ich glaube, da drüben war einer. Ja, da ist er doch. Das war doch einer, wo ich boosten kann, oder? Waffen kaufen. Ja. Machen wir Munition voll. Und jetzt will ich mal Schmelzgranaten. Größerer Schaden ist eigentlich immer gut. Größerer Bereich, das nehme ich gerne. Mehr Muni, größerer Bereich, mehr Schaden. Erschütterungssprengköpfe. Jede Rakete wird mit einem Polium irgendwas Erschütterungssprengkopf ausgestattet. Damit kann man seine Feinde sehr effektiv umwerfen und sich so einen strategisch-taktischen Vorteil verschaffen. Klingt sexy. Und was ist mit der Peitsche? Das habe ich ja schon. Mehr Bolts. Du sorgst auch dafür, dass ich mehr Bolts bekomme. Okay. Und zwar ganz schön heftig. Und Hauptsache größerer Schaden wirkt einmal komplett. Oh! Du machst beides! Mehr Bolts und mehr Raritanium. Ich muss dich aufbessern. Gesagt, getan. Alter, ich muss die Peitsche verbessern. Ich kann mir den Sturmwerfer kaufen. Mach ich auch. Sturmwerfer kann ich aufrüsten. Mehr Raritanium und du auch mehr Raritanium, mehr Bolts. Okay. Du kannst die Stürme lenken, indem du den Controller neigst. Das ist scheiße. Sowas mag ich, ihr wisst es von mir, ich mag sowas nicht.
mit Controller lenken oder so. Hm. So, wo ist der? Ah, da. Okay, ja, der hat was. Er ist ein bisschen komplizierter wahrscheinlich einzusetzen, aber hat was, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ja, und im nächsten Part würde ich mal sagen, suchen wir weiter nach den letzten zwei Teilen für das Raumschiff. Und mich würde es immer noch interessieren, was ich jetzt für eine Nachricht da bekommen habe. Aber vielleicht erfahren wir das ja im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.